Ja, lieber Arthur, dein neues Buch hat den Titel Warum wir erst anfangen, uns neu zu verstehen. Vielleicht darf ich gleich mitten in unser Thema hineinspringen. Warum meinst du, dass wir Menschen erst anfangen müssen zu verstehen? Die Psyche ist ja ein extrem komplexes Phänomen. Und in dieser Komplexität schwer zu erfassen. Es ist nicht nur sehr vielfältig und widersprüchlich, sondern gleichzeitig auch noch extrem schnell und wandelbar. In einem Moment denken wir eines, im nächsten Moment vielleicht fast schon wieder das Gegenteil. Das Ganze ist begleitet von Gefühlen, von inneren Bildern, Von Körperreaktion. von Körperreaktionen, von Emotionen. Und oft passen diese Phänomene auch gar nicht zusammen und widersprechen sich wieder gegenseitig. Und jetzt gibt es ja seit mindestens 100 Jahren, seit Sigmund Freud, viele Versuche, viele Schulen, viele Lehren, wie man diese komplexen Phänomene, die wir Psyche nennen, beschreiben und in einen sinnvollen inneren Zusammenhang bringen kann. Aber schon die schiere Menge von unterschiedlichen Ansätzen, die alle andere Aspekte in den Mittelpunkt rücken oder betonen oder die Sache wieder von einer anderen Perspektive aus aufrollen, zeigt uns, dass es bis heute kein übergreifendes, allgemein anerkanntes Modell der Psyche gibt, in dem alle Phänomene des Menschseins zusammenfassend und in sich schlüssig erklärt werden und dass diese Phänomene auch direkt untersuchbar macht. Mir kommt die Psychologie tatsächlich oft vor wie diese buddhistische Geschichte von den Blinden, die einen Elefanten anfassen und der eine sagt, es ist eine Schlange, weil er hat den Rüssel in der Hand und der andere sagt, es ist eine Säule, weil er hat die Beine in der Hand. Der andere sagt, nein, es ist ein Pinsel.